Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Video. Und ja, wir Wenn nehmen es dir das jetzt mal irgendwie an. folgt, Reishi Panik vor Greco, vor dir. Habt ihr gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich kriege ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Okay, dann. Da hinten steht das Wasser. Perfekt. Dann fahren wir da mal hin. Oh Mann, ich habe in letzter Zeit ein bisschen privat GTA gespielt. Und in GTA ist die Steuerung ja schon beschissen, aber die ist ja noch kacke. Noch beschissener. Also beim Fahren. In GTA, obwohl in GTA ist sie eigentlich mittlerweile ganz nice, sogar wenn man sich dran gewöhnt hat, aber da. Alter. Nee, 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 nee. Okay. Dann steigen wir mal aus. Wie stehen die Wetten, dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will? Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Waren verlieren wie bis jetzt. Roy hat nicht die Eier für diese Art von Arbeit. Der alte Junge ist ein Bürohengst. Solche Sachen sind gut für Jungs wie uns. Auf dem Schlachtfeld wird man viel schneller befördert. Vielleicht schleicht der Mann, der uns überfällt, auch nicht hier rein und schneidet dir die Kehle durch. Vielleicht solltest du dir darüber Gedanken machen. Hey! Oh! Nein, was hab ich gehört? The fuck? Was hab ich gemacht? Hilfe, hey, Hilfe! Geht das, läuft die Aufnahme jetzt weiter? Oh Gott. Oh Gott, das war. Oh Mann, ey. Hätte ich einfach gleich schießen sollen? Ach, Digga. Okay, dann probieren wir es halt nochmal, uns hier reinzuschleichen. Ja, halt die Fresse. So, wo komme ich jetzt hier rein? Hallo? Musst du hier mal irgendwo? Hier komm ich rein. Wie stehen die Wetten, dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will? Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Waren verlieren wie bis jetzt. Roy. Hä? Wir sind hier! Hey! Hier drüben! Ich gehe in den Kopf! Du bist hier! Fest. Heute ist der letzte Tag deines erbärmlichen Lebens.
Ach Mann, ey. Ich habe auch nichts zu heilen und gar nichts. Ich, das Game, Leute, mittlerweile, das Game bringt mich einfach nur noch zum Ausrasten, ohne Witz. Das Game macht mich einfach nur noch aggressiv. Echt, du kommst hier auch nirgendwo oben rein oder irgend so eine Scheiße, Mann. Ey. Ey. Ob es wirklich nur diesen einen Dreckseingang gab, den ich hier vielleicht auch. Ey, kann ich knacken. Okay. Dann laufen wir doch einfach mal. So, okay, dann verhören wir den Arschloch mal. Ich kann's für dich rumreißen, Roy. Komm in meine Crew. Toll, das klingt toll. Was immer du okay, sagst. Perfekt. Sieht doch schon besser aus. Ist sicher. Nice. Das gefällt mir, das gefällt mir. Schmuggelgeschäfte, wir haben die ganzen. Vito zuweisen. Da. Weisen wir das Ganze noch dem guten Vito zu und dann. Um den Schmuggeltrieb zu sichern. Gut so. Diese Schwuchteln hätten sich nicht mit mir anlegen sollen. Ich schicke ein paar Jungs. Hol die Dockarbeitergewerkschaft zurück und Greco ist erledigt. Okay. Hey. Achso, jetzt müssen wir uns wieder ansehen, wie die herfahren. Oh man. Wie cool sie da immer alle reingehen. Das Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird am... allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Ja,
den Bezirk übernehmen. Du hast ein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet, nimm dir das andere vor, um den Leutnant hervorzulocken, um den Bezirk zu übernehmen. Eroberte und zugenisse Bezirke schalten lohnendere Gefallen und Dienste deiner Unterbosse frei. Okay, cool. Da haben wir noch nichts. Okay, da haben wir noch was. Okay. Aber jetzt gehe ich tatsächlich. Überfallkommando, du hast ein Überfallkommando als Verstärkung herbei. Du kannst das Überfallkommando zur Verstärkung herbeirufen, wenn du unterwegs bist. Das Überfallkommando herbeizurufen, wähle es im Auswahlrad aus. Alles klar. Okay, da haben wir auf jeden Fall mal noch Munition. Oh, oder so ein Gerät. Was ich eigentlich auch ganz nice finde. Okay. Und zwar, wo war jetzt der Typ denn? Ja, hier ist auf jeden Fall noch Geld. So, da hängt, genau, da hängt nämlich auch noch was. Perfekt, das wollte ich nämlich noch gerne mitnehmen. Vagusgemälde, 2 von 4. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Okay, na, anscheinend nicht. So. Und hier runter. Aber da rein will ich noch kurz. Und mir das hier unbedingt holen. Weil ich brauche unbedingt dann. Wenn es mal wieder so weit ist, ich hab's gerade gemerkt, ich brauche dann unbedingt. Unbedingt mal wieder was zum Heilen, so. Hey Lincoln, Greco die Ratte hatte mich gefeuert. Ja. Ein weißer Bewohner von South Downs wurde von der Polizei vernommen, nachdem zwei farbige Männer heute Abend dort erschossen wurden. Laut Zeugen hatte ein gewisser Hollis Dupree eine Auseinandersetzung mit dem 24-jährigen Lamont Harris und dem ein Jahr älteren Trey McCall, die mit ihrem Tod endete. Die Polizei ließ Mr. Dupree wieder frei, nachdem er angegeben hatte, in Notwehr gehandelt zu haben, als die beiden auf sein Grundstück eingedrungen waren. Okay, fahren wir mal hier. Aus Vietnam zurückgekehrt waren. Nur Hilfe. Ja, alles gut. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, den Radiosprecher nachher zu hören. So. Und ab geht's. Fahren wir mal zu den nächsten Auftrag und schauen, was da geht. Ist die Straße schief oder ist mein Auto schief? Ups, Entschuldigung. Tut mir leid, wollte ich nicht. Alter, dieser... Dieses Auto, wie es... Schau mal, du. Entschuldigung. Ich bin jetzt mal weg. Ich bin jetzt wirklich mal weg. Wow. Ja, und da geht er dann auf einmal so ab, ja, genau. Genau. Da. Hallo, Freunde. Was geht? Ich bin völlig fertig. Du sagst, man kann sich auf dich verlassen. Wie
Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Georges Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und beschafft uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Tourettos Leuten rauskrieg. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du so... Boah. Sorry. Okay, welchen machen wir als erstes? Ende die. Oh Gott. Sieben, acht. Und mir brauchst du das nicht zu erzählen. Aber du kennst ja meine und ihre Leute. Ah, ja. Die Southern Union. Ja, und Abfahrt wieder. Dann schauen wir gleich mal zum nächsten Place, dass wir jetzt da alles wieder abholen können. So, auf geht's! Yalla, yalla, yalla! Lass mich durch hier, du dummes Taxi, Mann. Ist euch noch gut, Jungs? Wow, 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 wow. Alter. Wir haben eine Meldung über einen bewaffneten Truck, männlich, River Road. Schaut doch mal nach. So Jungs, ich hau jetzt ab. Und jetzt habe ich jetzt absolut keinen Bock auf die Cops. Sag ich euch ehrlich, so, und abdrückt, ja. Auf die Cops habe ich jetzt echt wenig Bock. Da gebe ich dann lieber mal kurz Vollgas. So, jetzt marschieren wir hier schnell rein. Ja, gleich. Lass mich nur ganz kurz schnell ein Medikit hier holen. Richtig. Ja. Achso, ja. Wo sind wir jetzt? Ja, das machen wir zuerst. Scheiße! An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigen.
wird eingestellt. Schwanz, ich wiederhole. Suche einstellen und streiche fortsetzen. Spiel! Kann mich nicht bewegen! Wow. Nein, nein. Alter. Du. Blöder. Penner. Wow. Da. Arschloch. Echt riesen Arschloch. Okay, das zünden wir jetzt hier an. Notiz lesen. 7x32 Versammlung wird zur Ordnung gerufen und die Anwesenheit festgestellt. 34 Mitglieder anwesend und überprüft. 7x45, nachdem Herr Mr. Greco und seine Mitarbeiter anwesend sind, wird der Auftrag namentlich abgestimmt, ob Herr Mr. Greco der neue Gewerkschaftsvorsitzende werden soll. 7.55 Uhr, 53 Stimmen für Ja, eine Stimme für Nein von Mr. Kelly. 7.56 Uhr, Mr. Kelly wird aus dem Saal geleitet. 8 Uhr, Mr. Greco spricht zur Versammlung, versichert allen Anwesenden, dass die Gewerkschaft unter seiner früheren Führung stärker wird. Er ermahnt alle Mitglieder, ihre Pflichten nachzukommen, erwarnt sie, dass er andernfalls zur Einschätzung kommen müsste, dass ihre Hingabe an die Gewerkschaft nicht so umfassend sei, wie er wünscht. 8 Uhr, 27, Mr. Greco schließt die Versammlung. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn. Vielleicht geht's dir an den Kragen. Echt? Sehe ich jetzt mal nicht so. So, gut dann. Das erste hätten wir doch. Als ob das da hinten jetzt schon wieder aufgeladen ist, der krass. So. Hätte vielleicht genau einfach mal ohne Knarre rumlaufen müssen. Ja, okay. Geht schnell. Und bin schon wieder weg. So, da vorne ist meine weiße Karre. Sieht auch ganz cool aus. So. Ich glaube, mit der schießen wir jetzt. So, den folgen wir jetzt mal. Und Abflug. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Und Abflug, Leute. Aber damals haben wir ein bisschen Kohle dazu bekommen. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, fuck it. Oh, fuck it. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh.